Obwohl es ein relativ kleines Land ist, stehen in Norwegen viele heiße globale Themen auf der Agenda. Die Ministerpräsidentin muss sich mit brennenden Fragen beschäftigen, wie wachsenden Spannungen mit Russland, Großbritanniens Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, der Flüchtlingskrise und auch der weltweiten Begeisterung für Pokémon Go. Am Rande des Weltforums für Demokratie im französischen Straßburg sprachen wir mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg bei The Global Conversation. Sie haben eine relativ kurze Grenze zu Russland. Vor kurzem haben Sie eingewilligt, US-Militärtruppen in Ihrem Land zu stationieren. Das scheint eine gewisse Unzufriedenheit in Moskau ausgelöst zu haben. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben sehr gute Beziehungen mit Russland in Hinsicht auf viele Themen. Wir wollen damit Folgendes sicherstellen. Unsere Verbündeten kommen vor allem in unser Land, um zu lernen, wie man Krieg in einer Wintersituation führt und auch um mit unseren verschiedenen Einheiten zusammenzuarbeiten. Aber Russland gefällt die Tatsache nicht, dass an seinen Grenzen zu den nordischen Ländern sowie in Osteuropa Truppen aufgestellt werden. Finden Sie nicht, dass dies eine gewisse Provokation darstellt? Wir spüren hier im Norden nicht dasselbe Spannungsniveau, wie wir es zum Beispiel an der Ostsee gesehen haben. Wir stehen fest zu unserem Standpunkt, dass wenn Russland das Völkerrecht bricht, wie es in der Ukraine geschehen ist, wir natürlich das ukrainische Volk unterstützen. Aber hier im Norden versuchen wir, eine gute und offene Beziehung mit den Russen zu führen. In the northern part of, we are trying to have a good open relationship with the Russians. Okay, well you've built a fence between Sie haben einen Zaun zwischen sich und Russland gebaut. Es ist einer der vielen Zäune in diesen Tagen, die die Einwanderung eindämmen sollen. In mancher Hinsicht war dies erfolgreich. Die Einwanderung wurde um 95% reduziert. Wir haben im Vorfeld gute diplomatische Gespräche mit Russland geführt. Ich glaube, sie wussten, dass dies auch eine Sicherheitszone für sie ist. Sie haben auf russischer Seite sogar drei Zäune errichtet, noch bevor irgendjemand die norwegische Grenze erreicht. Es war also auch für sie wichtig, die Migrantenströme in dieser Gegend einzudämmen. Ist es denn sinnvoll, diese Barrieren zu bauen, um Menschen zu stoppen, die dringend Hilfe brauchen? Wir sind eines der Länder, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt. 3.100 Menschen wurden über das Resettlement-Programm des UN-Flüchtlingshochkommissariats nach Norwegen geholt. Wir haben diese Aufnahmequote schon seit langem. Selbst wenn wir in diesem Jahr wenige und dafür im Vorjahr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, wir haben sehr viel in dieser humanitären Krise geleistet. Ein hohes Bildungsniveau ist ganz offensichtlich mit einer größeren Toleranz gegenüber der Vielfalt und dem Pluralismus verbunden. Was tun Sie, um die Norweger zu erziehen, Flüchtlinge willkommen zu heißen? Wir verlangen oft von den Flüchtlingen, sich zu integrieren. Dabei müssen auch die Einheimischen sie offen empfangen. Es gehört zu unserem Bildungssystem, dass wir darüber diskutieren, warum Menschen aus einigen Ländern fliehen. Was für Übereinkommen es gibt, welche Verantwortung wir haben, all das gehört zum Lehrplan in Norwegen. Es gibt aber auch eine klare Vorstellung. Jeder, der hier Zuflucht sucht, muss nach norwegischen Standards leben. Man kann nicht hierher kommen und denken, man lebe weiterhin in seinem Heimatland, wenn es zum Beispiel um Frauenrechte geht. Man darf auch nicht verblüfft sein, wenn sich zwei Männer auf der Straße küssen. Es gibt Schwule in unserem Land, das ist hier normal und Teil unseres Systems. Ironischerweise war es Ihre Integrationsministerin, die für Schlagzeilen sorgte, als sie erklärte, dass Neuankömmlingen bewusst sein muss, dass die Menschen um sie herum Schweinefleisch essen und Alkohol trinken. Es schien mir auf einer ministeriellen Ebene doch ein einfacher Ansatz für eine ziemlich komplexe Frage. Was denken Sie? Es ist kein komplexes Thema. Wenn Sie in unser Land kommen und für Ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, können Sie einen Job in einem Restaurant nicht ablehnen, nur weil Sie dort Schweinefleisch oder Alkohol servieren müssen. Sie können keine Sozialleistungen von der norwegischen Gesellschaft erwarten, wenn Sie sich aus religiösen Gründen weigern zu arbeiten. Aber das ist doch eine Minderheit. Es gibt zu wenige eingewanderte Frauen, die in Norwegen arbeiten. Ein Grund ist, dass sie viele Kinder haben, was eine Arbeit an sich ist.
Aber manchmal stellen sie Forderungen, die es ihnen erschweren, einen Job zu bekommen. Manchmal sind es auch ihre Ehemänner, die es nicht gerne sehen, dass sie sich in die norwegische Gesellschaft integrieren. Denn dann bekommen sie einen Vorgeschmack für die Freiheit der Frauen in unserer Gesellschaft. Hier spielen patriarchalische Gründe eine Rolle. There's also some type of patriarchy in this. Mm-hmm. Okay, well, anti-immigration sentiment was also. Die Anti-Einwanderungsstimmung hat die Brexit-Debatte in Großbritannien angeheizt. Großbritannien, das nun den Brexit vorbereitet, schielt beim Ausstieg gerne auf das norwegische Modell. Aber denken Sie wirklich, dass Norwegen das richtige Vorbild für Großbritannien ist? Oft ging es in der Diskussion über den Brexit um die vier EU-Freiheiten, den Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Ich glaube nicht, dass es den Briten gefallen würde, unser Modell zu übernehmen. Es ist gut für uns und bindet uns wirtschaftlich ein, weshalb wir unsere Produkte und Dienstleistungen in der EU verkaufen können. Auch die Einwanderung aus EU-Ländern nach Norwegen seit einigen Jahren ist uns sehr willkommen, weil wir Arbeitskräfte benötigen. Haben Sie Angst vor einem Dominoeffekt, davor, dass auch andere Länder aussteigen? Ich dachte, dass viele andere nach dem Brexit-Referendum Großbritannien hinterherrennen würden. Doch jeder beobachtet jetzt ängstlich, was geschehen wird. Diese Unsicherheit, wie es mit Großbritannien weitergeht, hält im Moment alle ruhig, die vielleicht gerne die EU verlassen würden. Man hört oft, dass eine Frau für einen hohen Posten wie Ihren doppelt so hart arbeiten muss wie ihre männlichen Kollegen. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht? Ich bin nicht die erste Ministerpräsidentin, sondern die zweite. Ich sage oft, dass ich glücklich darüber bin, die Nummer zwei zu sein, weil eine andere die Arbeit vorher gemacht hat. In Norwegen sind die Menschen daran gewöhnt, dass Frauen Führungspositionen in der Politik und in vielen anderen Bereichen übernehmen. Es gibt mir auch eine größere Freiheit, ich selbst zu sein und nicht halb Mann, im Gegensatz zu den Frauen, die Ministerpräsidentin wurden und die wirklich für ihre Akzeptanz kämpfen mussten. Eine ihrer Arten, sich zu entspannen, und das ist ziemlich bekannt, ist Pokémon Go. Was hat sie süchtig gemacht? Es fing in meinen Ferien an, als es zum Trend wurde und alle spielten. Jeder Pokestop ist normalerweise ein Gebäude oder eine Skulptur. Also können Sie Städte auf eine neue Art und Weise entdecken. Sie sehen die kleinen Dinge auf einer Wand, entdecken Kunst neu und erleben die Sachen einfach anders. Ich finde es seltsam, dass die Leute nicht verstehen, dass sich Politiker genauso entspannen wie alle anderen Menschen. Prime Minister, many thanks for having been with me on the Global Conversation.